Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr, hier einen kleinen Vortrag halten zu dürfen. Vielen Dank auch für den interessanten Vortrag jetzt, Alberto. War sehr schön. Heute möchte ich einen Vortrag halten über meine Auslegung quasi von Ueda's Konzeption des Urworts in die Richtung, vielleicht könnte man aus seiner Konzeption von Urwort genau diesen Aspekt vom Leibsein betonen. Das war mein Versuch und ich hoffe, dass ich das jetzt mehr oder weniger verständlich ausdrücken kann und darstellen kann. Genau, an der letzten NOJP-Konferenz in Paris habe ich auch vom Konzept des Urworts von Ueda Shizutero vorgetragen. Dieses Urwort Kongengo auf Japanisch lässt sich so ungefähr mit der grammatischen Kategorie der Interjektion verstehen. Also das O zum Beispiel von dem bekannten Lied, Gedicht von Rainer Maria Rilke. O reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein, unter so vielen Liedern, welches auch als Beispiel von Ueda selbst genannt wird. Dieses Urwort kann als ein konkretes Beispiel verstanden werden von dem Phänomen, in dem unserer Sprachwelt, in der wir leben, ein Riss entsteht, sodass das System dieser erneut reformiert werden kann. Diese Transformation der Sprachwelt, in der man gleichzeitig lebt, die Ueda selbst am Merleau-Pontys Sprachdenken anknüpft, ist quasi als Resultat der sprachaffektiven Bewegung gedacht, die durch die Entstehung des Urworts und den daraus folgenden Versuch einer Segmentierung dieser sprachaffektiven Bewegung. Hier noch hinzuweisen wäre darauf, dass das Wort Sprache, Kotoba, das eben auch einmal vorgekommen ist, bei Ueda in dem Fall, sowohl die Aktivität des Ausdrückens als auch die Sprachwelt an sich, in der man lebt, bedeutet. Kann sein, dass ich ein bisschen schnell bin, aber gut. Daher, bezüglich des Ausdrückens schreibt Ueda von zwei unterschiedlichen Modi des sprachlichen Ausdrückens, neben dem Urwort, die er die Sprache des Realen, Sitsu no Kotoba, und die Sprache des Arealen, Kyo no Kotoba, nennt. Das erste Modus des Sprechens lässt sich in etwa als die Mittel, also zur piktografischen Präzision verstehen, und die letzte als metaphorische Ausdrucksweise des Sprechens, bei der die Sprache nicht mehr als die Mittel, sondern eher als der Inhalt an sich verstanden werden kann. Bei Ueda liegt es nahe, dass die beiden Modi der Versprachlichung ihre eigenen wichtigen Rollen spielen, sodass die Sprache an sich nicht zu sehr weit entfernt von der Sache selbst bleiben muss. Dies kann implizieren, dass die Sprache an sich von Zeit zu Zeit, sei es bewusst oder unbewusst, weit entfernt von der Sache selbst verwendet werden kann. Die sogenannten Lügen, inklusive Notlügen in einer sozialen Situation oder einem sprachlichen Ausdruck, der quasi unbewusst entstanden ist, der jedoch später im Nachhinein zu einer Lüge wird, dadurch, dass die affektive Bewegung von damals doch im späteren Zeitpunkt unter eine verfeinerte Lupe genommen wird. Anders ausgedrückt, dass manchmal die Sache selbst, die noch vage und schwammig zu bleiben scheint, wo man selbst nicht weiß, wie sie bestimmt und verstanden werden kann, quasi doch durch die Sprache mit Gewalt voreilig vorbestimmt werden kann. Ich verwende das Wort Sache im Sinne des zu den Sachen selbst bei Husserl, was jetzt provisorisch als Phänomen verstanden werden kann. Oder die kleinen Wahrnehmungen bei Leibniz, die von Späthusserl selbst mit herangezogen werden. Es liegt mir nahe, Ueda's Sprachphilosophie in eine Reflexion unseres Sprachgebrauchs zu integrieren, weil dies scheint in der heutigen
In dieser Präsentation würde ich nun gerne mit Ueda's Ansatz beginnen, an dem die Erfahrung des Urworts zu Ueda's Verständnis der reinen Erfahrung Nishidas explizit angenähert wird, sodass das Urwort ein Beispiel von zahlreichen zur reinen Erfahrung relevanten Phänomenen verstanden werden kann. Ich kam auf diesen Punkt durch die Lektüre Ueda's Schriften zur Erfahrung, Keiken to Yokoto, und zur Erfahrung und Selbstgewahren, Keiken to Jikaku, und seiner deutschen Schrift Wer und was bin ich. In den ersten japanischen Schriften, also Keiken to Yokoto und Keiken to Jikaku, geht es um seine Erforschung des Erfahrungsbegriffs. Hier geht es auch um Uedas erneute Problematisierung daran, ob es etwas zwischen Nishidas reiner Erfahrung an sich und dem Phänomen des Bewusstwerdens der Erfahrung zu betrachten ist und wenn ja, was das sein könnte. Und natürlich hierdurch bezieht Ueda diese Problematik auf die Frage, ob es zwischen der reinen Erfahrung an sich und der Verbalisierung, Kotoba, an sich eine Unterscheidung gibt und wenn ja, was diese Unterscheidung bedeuten soll. Er wiederholt darauf hin, dass der Erfahrungsbegriff in unserem Sprachgebrauch nur für sehr eingeschränkte Bereiche unserer Erfahrungsweisen verwendet sei. Ueda unterscheidet mindestens zwei Bedeutungen, die der Erfahrungsbegriff mit sich tragen. Die erste ist die Erfahrung, bei der man selbst weiß, was man selbst erfährt und erlebt. Die zweite ist die Erfahrung, bei der man selbst nicht weiß, was man gerade erlebt und daher, wo man nicht erahnen kann, wie man mit dieser umgehen soll. Ueda nennt die zweite Bedeutung der Erfahrung auch Erfahrung als Geschehnis oder Grunderfahrung, Komponkeken, bei welchem man ohne jegliche Vorahnung gehabt zu haben in eine Panik oder einen Schockzustand auch geraten kann. Die Kraft, wie dieser Schock wirkt, scheint sehr groß zu sein. Man wird durch diese Erfahrung halbwegs gezwungen, die Form seines Vorverständnisses möglicher Erfahrungen zu reformieren, bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt. In diesem Erlebnis der Überraschung des Schockzustands oder der Betroffenheit, das unserem Alltag wie ein Griff reinfällt, lernt man gerade die Grenze seiner eigenen derzeitigen potenziellen Kapazität, die eigentlich als das derzeitig gültige System des Verstehens quasi fungiert. Diese derzeitige potenzielle Kapazität oder Horizont, von der man ausgeht, um die Erfahrungen, die Sachen zu verstehen und darauf zu reagieren und zu handeln und die überall, egal wo man hingeht, bis zum bestimmten Grad am Laufen oder anwesend ist, kann parallel zu Ueda's Konzeption der Welt gedacht werden, was sehr stark an Heideggers Weltbegriff nahesteht und die sich direkt auch für das Sprachdenken beziehen lässt. Das heißt, diese Sprachwelt, in der man wohnt. Das ist diese Grunderfahrung. Wenn das Urwort entsteht, jetzt nochmals dieses O, entsteht, das eine Überraschung oder die Betroffenheit des Sprechers zeigt und bei dem man selbst noch nicht genau weiß, was mit sich los ist, was man gerade mit seinem eigenen Leib erlebt. Im Fall der Poetik, was auch von Ueda genannt wird, nach der Entstehung dieses Urworts wird es versucht, genau dieses etwas sprachlich auszudrücken, das dem Dichter dazu gebracht hat, dieses O herauszusprechen. Und genau dieser Versuch verläuft als eine Spurensuche quasi. Der Dichter sucht oder versucht der Spur zu folgen, die ihn hinterlassen hat. Sie ist nicht mehr wirklich da, aber der Dichter weiß, dass sie noch wie eine Kraft am eigenen Leib wirkt. Dort beginnt der Versuch der Segmentierung seines Erlebnisses, im Fall von Ueda für eine genauere Betrachtung der Art und Weise, wie diese Segmentierung verlaufen kann, waren diese zwei Sprechweisen relevant, die Präzisionssprache des Realen und die metaphorische Sprache des Arealen, wie es schon bereits vorgestellt worden war. Machen wir es kurz.
Diese Sprachwelt, von der man die Sache versteht und in der man lebt, kann anstelle Sprachwelt nun auch als die potenzielle Kapazität verstanden werden, die Ueda selbst als vollständig Mairikai oder Sendikai bezeichnet. So kann diese auch als eine umformbare Disposition oder transformbare Disposition verstanden werden. Die psychologisch durch biografisch gesammelte sprachaffektive Erfahrungen der Person herausgebildet wird. Diese kann, metaphysisch ausgedrückt, so ein ähnliches Konstrukt wie die Potentia Spinozas zum Beispiel zeigen oder in der praxisorientierten oder soziologischen Perspektive vielleicht wie der Habitusbegriff von Bourdieu. In diesem Sinne wird Ueda's Annahme klar, dass die Erfahrungswelt, die gleichzeitig auch als Sprachwelt verstanden werden kann, für ihn in zwei unterschiedliche Welten unterteilbar sind. Die eine Welt, bei der man sehr mehr oder weniger mit der bisherigen Disposition des Erlebnisses verstehen kann und auch mit ihm umgehen kann. Und die andere, also wo man ja, ahnungslos bleibt oder ratlos bleibt und nicht vor Ort weiß, wie man darauf reagieren kann. Ueda bezieht die reine Erfahrung Nishidas als ein Beispiel für diese zweite Bedeutung der Erfahrung, also wo man ahnungslos ist. Ich möchte hier aber genauer betrachten, was für einen Unterschied zwischen den beiden Erfahrungsbegriffen beziehungsweise also Nishidas reine Erfahrung und Uedas Grunderfahrung zu artikulieren, wie zu artikulieren ist. Auch wenn jegliche nachträgliche Betrachtung der Erfahrung theoretisch für die betroffene Person stets möglich ist, ist es bemerkenswert, dass bei der Grunderfahrung eine zeitliche Lücke zwischen dem Geschehen der Sache und dem Verstehen dieser anzunehmen ist. Der Augenblick, in dem ich etwas erlebe und der Moment, in dem ich es begreife, die zeitliche Lücke dazwischen. Beide geschehen jeweils in der Gegenwart, in einem Jetzt und in einem anderen Jetzt, also im jeweiligen Jetzt. Genau diese zeitliche Lücke lässt uns wohl daran denken, dass die zwei Momente voneinander zu unterscheiden wäre, im Geschehen zu sein, einerseits, und das Geschehen nicht zu verstehen, andererseits. Bei Früh Nishida, in seinem Denken der reinen Erfahrung, scheint diese Trennung bis zu einem bestimmten Grad relevant zu sein, solange der Akt des Verstehens wie das Denken oder das Urteilen verstanden wird, das von Nishida selbst zum Gegensatz zur Entfaltung der reinen Erfahrung gestellt wird. Verstehen. Er nennt auch das Wort
die beiden in seinem Versuch der Präzision des Erfahrungsbegriffs auf seine eigene Weise zu behalten. Und diese Haltung, das heißt, die reine Erfahrung Nishidas würde in Uedas Unterteilung des Erfahrungsbegriffs zwar ein Stück näher zur zweiten Bedeutung, also Grunderfahrung, stehen, positioniert sich jedoch nicht ganz dort, da in der reinen Erfahrung das unmittelbare Wissen in Form von Aufmerksamsein darauf zum Beispiel mitvollziehen können soll. Die reine Erfahrung würde sich in dem Sinne zwischen dem zweiten Stand und dem ersten positionieren und oder bewegen. Das Beispiel des Musikers, wie ein Musiker sein vertrautes Lied spielt, das von Nishida genannt wird, hat nicht den Charakter des Zerreißens, der bei der Grunderfahrung Uedas sehr präsent zu sein scheint. Der Musiker müsste in dem Fall so geübt sein und mit dem Lied vertraut sein, oder mit seinen leiblichen Bewegungen musste er sehr vertraut sein, dass es sich so anfühlt, als würde es spielen, quasi. So, bisschen zu lang, vielleicht. Geht. Ueda betont jedoch das zerreißende Moment dieser Konzeption des Urworts und Grunderfahrung wiederholt. Und er betrachtet diese reine Erfahrung Nishidas als ein gutes Beispiel solcher Grunderfahrung mit. Ich interpretiere dies so, dass dieser Unterschied darin liege, dass Ueda seinen Fokus mehr auf die Dimension legt, wie diese quasi autonom laufende reine Erfahrung dazu kommt, sich auf die einschränkende Kraft oder Grenze des Vorverständnisses zu stoßen, wodurch erst eine Art Grenze des Verstehens oder dieser Überfluss des Geschehnisses über der Grenze ersichtlich wird. Hier gegenüber, im Fall von Nishida, scheint sein Fokus auf der Erfahrungsweise an sich zu liegen, die sich auf die idealste Weise genau in der Mitte der zwei Aspekte befindet. Das heißt, genau in der Mitte von Erfahrungsweisen, also wo man genau weiß, was da geschieht, und der anderen Erfahrungsweise, wo man nicht weiß, was da los ist, was mit sich los ist. Weil die reine Erfahrung nach Nishida, ohne zu denken und ohne zu urteilen, aber mit einer Art Aufmerksamkeit oder was auch immer, halbautonom laufen kann. So, jetzt kommen wir aber zurück auf Uedas Sprachdenken. So, Uedas Sprachdenken, in dem die Dynamik des Urworts einen Riss, Sakeme, stiftet, stellte eine klare Parallele zu seinem Erfahrungsdenken, an dem die bisher vertraute Welt oder derzeitige Kapazität auf einmal in einem Moment zerbrochen wird, wodurch eine neue Welt halbwegs gezwungenermaßen entsteht, an der die zerreißende Erfahrung langsam beginnt, zerkaut und verdaut zu werden, im glücklichen Fall. Diese Dynamik, die Bewegung, die vom sich selbst rauszureißen oder rausgerissen zu werden, zu einer Spurensuche des Zerreißens übergeht, wird zwischen dem Hochkommen des Urworts zum Versuch zur Segmentierung des Erlebnisses in der Poetik betrachtet. So, als ein Beispiel solcher Art, genau, hat Ueda schon diese reine Erfahrung Nishidas genannt und er fasst einmal Nishidas Formulierung zur reinen Erfahrung auf folgende Weise zusammen. Der Augenblick, in dem wir eine Farbe sehen oder einen Ton hören. Das ist eigentlich ein Zitat von Nishida selber. Und danach fasst Ueda ein bisschen auf seine eigene Weise zusammen. Bevor weder jegliches Denken noch jegliches Urteil addiert wird und daher dort, wo so rein ist, dass weder Subjekt noch Objekt festzuhalten ist. Iro mi oto kikusetsu na und issai no shiro hunbetsu no 加わらない以前、このゆえに純粋な未だしもなく客もないところ. Aus der Studie über das Gute. Genau. Ich möchte an dieser Stelle ein bestimmtes Haiku-Gedicht, das auch einmal vorkam, heute schon, genau, hier vorstellen, das von Ueda selber genannt wird.
alte war ja, der Frosch springt hinein, das Geräusch des Wassers oder der Ton des Wassers. Es ist ein bemerkenswerter Ansatz von Ueda, finde ich, wie er an dieser Stelle einen onomatopoetischen Ausdruck Dobon für den Laut einführt, der beim Springen des Frosches in dem Weiher entsteht. Dieses Dobon, das klingt sehr lustig bestimmt auf Deutsch, das ist ein sehr klassisch japanischer Ausdruck. Der wichtige Punkt wäre, dass Ueda radikal genau dieses Geräusch Dobon als ein Beispiel der reinen Erfahrung betrachtet. Dies kann auch als leibliche Sinnstiftung durch die kulturell geteilte Sprache verstanden werden. Aber ich würde dies für jetzt so interpretieren: In der reinen Erfahrung werden die drei Momente, das Springen vom Frosch, das Klatschen ins Wasser und das Hören von diesem an sich, als ein Geschehnis erlebt werden. Oder diese drei Momente fühlen sich unmittelbar so an, wie ein Geschehnis. Ich würde gerne die Dimension dieses sich anfühlen im Einigsein mit der Situation oder mit dem Objekt oder in der Situation am eigenen Leib hier kurz betonen. Und als eine Brücke zu meiner Auslegung möchte ich ein Zitat von Ueda hier vorstellen. このような経験においては、also in solche einer Erfahrung wie Grunderfahrung, 外と内の隔ての壁が破られています。外と内を隔てる壁とは、私の外、私の内というその私に他なりませんが、その私を破って鳥の声が響きます。それはまさに色を見、音を聞く刹那であり、玄関度とも言うべき出来事です。Das Zitat kommt, nachdem Ueda einmal benannt, ein Beispiel vom Vogelruf oder Hören vom Vogelruf genannt hat. Und genau, auf Deutsch, genau, in solch einer Erfahrung ist die Trennwand zwischen dem Außen und dem Innen zerrissen. Diese Trennwand, die die zwei voneinander fernhält, ist nichts anderes als ich selbst. Dieses Ich oder dieses Mich zerreißend tönt die Stimme des Vogels hinein. Das ist genau das Geschehnis des Augenblicks, in dem wir eine Farbe sehen und einen Ton hören und das als Urberührung, Genkando, zu bezeichnen ist. Wie es bereits wahrscheinlich vorstellbar ist, bezieht sich Ueda hier an dieser Stelle auch auf den Weltinnenraum von mein Rainer Maria Rilke. Aber ich muss ein bisschen schneller jetzt. Okay. Ja, als. Ja, doch. Gut. Dann im Hochkommen des Urworts O oder genau in Hineintönen einer Vogelstimme, an dem sich das Hören und das Tönen als ein Erlebnis manifestieren, sehe ich eine Bedeutung des sich einig anfühlen, quasi, oder der Einigkeit oder des Einigseins mit der Situation. Oder die Bedeutung dessen, sich einig anzufühlen, das habe ich gesagt, Entschuldigung, dass das O eine Überraschung, ein Schockiertsein oder eine Betroffenheit bedeuten kann, verdankt auch einerseits dem kulturellen Kontext bzw. dem Sprachspiel zum Beispiel, in dem man großgezogen wurde oder in dem man lebt. Gleichzeitig ist dies möglich, andererseits, durch die leiblich habitualisierte oder automatisierte Reaktion der Sinnergebung durch ein konkretes Wort einer Natursprache. Zum Schlusswort möchte ich hier auf dieses sich einig anfühlen in der Situation am eigenen Leib, die ich hier einsehe, genauer eingehen. Das ist jetzt so eine Art, ich habe so experimentiert, um etwas auszudrücken, dass ich so fühle oder dass ich, was ich so näher finde zu dem, was ich so fühle. Das ist so schwer. Es ist noch nicht so wirklich gewachsen und nicht so gut reif. Deswegen vielleicht ist es manchmal unverständlich, aber ich versuche das auszudrücken.
In dem Erlebnis, an dem sich das Springen, das Berührtwerden, das Hören, das Sehen und sogar auch das Heraussprechen oder das Hochkommen von O als ein Geschehnis anfühlen oder sogar entstehen, ist der Leib zwar als ein Medium des Geschehens dort in der Situation. Legt man seinen Fokus aber auf die betroffene Person oder wie sich diese Situation auf die Person anfühlt, dann fühlt sich nicht mehr angemessen an, das Wort Medium in der Situation zu verwenden, da sich der eigene Leib in dieser reinen Erfahrung oder im Weltinnenraum Rilkes grenzenlos, unmittelbar oder ununterbrochen mit der Situation verschmolzen und einig anfühlt. Rilkes Konzept des Weltinnenraums, das von Ueda wiederholt herangezogen wird, kann nach Uedas Interpretation als unser Leibsein an sich verstanden werden, der sich gerade in einer reinen Erfahrung befindet. Dieses Leibsein in der reinen Erfahrung oder in der Urberührung oder in der zerreißenden Situation weist auf die Erlebnisweise an sich, bei der keine klare Kontur des Körpers und der Situation zu spüren ist. Ein relativ leicht verständliches Beispiel wäre eine Situation, in der man im Hören seiner Lieblingsmusik bloß nicht vermeiden kann, mitzutanzen oder sich im Rhythmus zu bewegen. Hier, in diesem Erlebnis, muss die Perspektive sozusagen des sogenannten Subjekts entweder nirgendwo sein oder überall, da hier in diesem Leibsein an sich keinen festen Punkt als Zentrum gefunden werden kann. Der Leib fühlt sich zerstreut absorbiert in der Situation an oder umgekehrt. Die Situation fühlt sich so zerstreut absorbiert im Leib an. Wenn wir uns nun den Blick vom Außen einnehmen, ist dieses Leibsein nichts anderes als ein Phänomen, das gerade in der betroffenen Person geschieht. Jedoch ist es nicht schwer vorstellbar, dass selbst die außenstehende Person ohne zu wissen bereits in einer Art Wirkung von der betroffenen Person steht. Man reagiert darauf oder ihm fällt dieses auf, unabhängig davon, wie diese reine Erfahrung bei der außenstehenden Person ankommt, ob es positiv oder negativ oder sonstiges. So, im Leibsein, in der reinen Erfahrung geschieht das Hören, das Sehen als das eine, dasselbe Geschehen ist mit dem Springen des Frosches und das Heraussprechen des O gleichzeitig. Diese Momente sind diejenigen, die nach unserer gewöhnlichen verständlichen Erfahrungsweise als drei unterschiedliche Momente vorbestimmt werden. Diese werden jedoch im Geschehen in der reinen Erfahrung oder im Zerrissenwerden des Vorverständnisses als das eine Geschehnis erlebt. Oder diese fühlen sich so verschmolzen am eigenen Leib und unmittelbar an, dass sogar dieser Ausdruck des Sich-Anfühlens viel zu weit vom Erlebnis an sich klingt. Gerade deshalb im glücklichen Fall der reinen Erfahrung, wie der Vogelruf oder das Springen des Frosches in einen Weiher, wird das rationale Verstehen nicht benötigt, da sich das Erlebnis von sich allein entfaltet. Die Wirkung dieser Erfahrung zeigt sich jedoch auf unterschiedliche Weise. Gedicht schreiben, mit einem Musikinstrument improvisieren, an etwas oder an jemanden denken oder sich einfach über das Geschehen nicht zu freuen und so weiter. Im schmerzhaften Fall des Zerreißens bewegt einen